Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bevor ich anfange, eine kurze Information. Ich habe keine Ahnung, wann dieses Video kommt. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Video kommt. Ich wurde gehackt. Mein YouTube-Account wurde gehackt. Meine E-Mail-Adresse wurde gehackt. Mein Google-Konto. Mein zweiter Account. Alles wurde gehackt. Ich habe keine Ahnung, wann und wo dieses Video kommt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich bin mitten im Prozess, ich bin im Kontakt mit YouTube. Ich habe mir einen Zweitkanal aufgebaut. Im schlimmsten Fall, wenn alles so läuft, dann muss ich tatsächlich von neu beginnen. Ja? Ich glaube nicht, dass das passiert, aber im schlimmsten Fall kommt dieses Video auf einem neuen Kanal. Ich glaube aber nicht, ich denke, das kriegen wir hin. Ich werde vermutlich in der Folge darüber ein bisschen plaudern, auch wenn ich nochmal ein extra Video dazu natürlich machen werde, klar. Aber das wird in der Folge vermutlich auch ein bisschen thematisiert. Jetzt aber erstmal wieder, wir sind da im Game. Ich habe auch wirklich lange nicht mehr aufgenommen. Natürlich auch wegen diesem Thema. Und weil ich einfach dadurch natürlich auch super, super demotiviert war. Und es einfach unglaublich anstrengend und lästig ist, ja. Und einfach unnötig. Es ist eine stressige und belastende Zeit. Denn ich habe in diesem YouTube-Kanal sehr viel Herzblut reingesteckt. Über 1000 Videos. Und das darf nicht einfach so verschwinden. Okay. Ich weiß nicht mehr, was wir machen wollten in der Folge, was ich in der letzten Folge geplant habe. Ich weiß nur, dass wir hier bei diesem Untergrund waren. Beim Rohrenberg. Und eigentlich da ja quasi die nächste Träne ist. Also da geht es quasi mit der Story weiter. Jetzt ist die Frage, ja, sollen wir da weitergehen oder sollen wir erst noch ein bisschen erkunden? Das ist so meine Frage. Hier ist ja ein Schrein, den haben wir vom Berg oben aus schon gesehen. Von daher könnten wir den eigentlich noch machen, ja, und auf dem Weg noch ein bisschen gucken, ob wir irgendwas finden. Also, ich weiß nicht mehr genau, wo ich jetzt überall schon war hier in diesem Berggebiet. Kein Plan. Ich merke aber, es ist wirklich gerade unglaublich anstrengend, diese Phase, weil auch mit dem neuen Schnittprogramm und ich habe dann eben auch auf meinem Laptop ja, das ist wohl passiert durch eine Malware, irgendeine Schadsoftware, ein Trojaner und der ist zwar entfernt, aber trotzdem macht mir das alles ultra Angst. Ich habe schon viele Passwörter geändert und so. Aber es ist trotzdem so creepy. Das ist mir noch nie passiert. Das ist schon heftig, Alter. Ja, ich guck mal ganz kurz, Leute, ob die Einstellungen hier alle noch normal sind. Okay, es müsste alles passen. Also es tut mir leid, falls ich in dieser und vielleicht auch in den nächsten Folgen einfach ein bisschen abwesend wirke oder ein bisschen abschweife und nicht ganz... ja, nicht ganz auf der Höhe bin. Das liegt halt daran einfach, ne, dass das gerade meinen Kopf sehr einnimmt und sehr auffrisst fast schon. Das ist wirklich nichts Schönes. Ich hab, was war das? Achso, das ist ein Geoglyph. Aber da waren wir ja schon, ne? Ich habe das natürlich immer mal wieder mitbekommen, so dass Kanäle gehackt wurden. Und ich habe das immer sehr unterschätzt und immer gedacht, ja, wird mir schon nicht passieren so, ich bin ein kleiner Kanal. Ja, und es ist eben super kompliziert, weil ich halt wirklich Zugriff auf nichts habe im Prinzip. Ja, ich habe jetzt eine ganz neue E-Mail erstellt, ne, und ich konnte trotzdem, wie auch immer das geht, aber ich konnte trotzdem zum Beispiel Twitch-Account safen, Instagram... bin ich gerade am strugglen, sag ich mal. Da wurde ich auch rausgeworfen. Achso, hier waren wir schon. Aber auf jeden Fall... Amazon natürlich die wichtigsten Sachen. PayPal natürlich, Steam. Also so die Sachen, die auch mit Geld verbunden sind. Die habe ich geändert. Ich habe bei Google Play versucht, meine Google Play bzw. Google Pay Methoden zu deaktivieren, dass niemand über... mein dort verknüpftes PayPal-Konto irgendwas abbucht. Bin mir nicht sicher, ob das klappt. Ich gucke natürlich auch ständig in Online-Banking, ob da irgendwas passiert. Da ist bisher Gott sei Dank noch nichts passiert. Und auch sonst jegliche Shops, wo ich mich angemeldet habe, halt
Ich habe einiges halt einfach geändert. Ja. So dass ich zumindest dort einigermaßen safe bin. Aber was mich halt so unglaublich verunsichert, ist halt der Fakt, dass auch noch meine Backup E-Mail auch noch gehackt wurde. Die zwei E-Mails sind aber auch in Verbindung. Die sind jeweils für die Kontoherstellung, Kontowiederherstellung da. Ich gehe jetzt mal rein in den Schrein, bevor ich hier noch mehr Zeit verschwende. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall gehe ich mal rein. Ich lasse mal hier die Ladescreen, den Ladescreen auch mal drin. Ja, ich habe halt erst gedacht so, Junge, was passiert da eigentlich? Ist das irgendwie, keine Ahnung, habe ich hier irgendwas... Ich hab das echt lange nicht verstanden. Kampftechniken, Pfeil und Bogen. Hey, hier waren wir doch schon. Nö. Das ist vielleicht die zweite Edition von Kampftechniken. Hier lernen wir wohl noch mehr. Bin gespannt, um was es jetzt genau geht. Ja, ich folge den Anweisungen, wie immer. Ziele sorgfältig und versuche, das Haupt des Gegners zu durchbohren. Einfach ein Headshot. Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor. Sollte eigentlich relativ easy sein, oder? Ja, ich weiß, wie man... Ey, komm schon. Wie man mit dem Bogen schießt. Okay, ja. Headshot. Nicht schwer. Fürchte dich nicht vor der Überzahl der Gegner und versuche alle ihre Häupter zu durchbohren. Das klingt so brutal. Muss ich die in der Mitte jetzt auch wieder? Wahrscheinlich ja. Ja, sie sterben dann auch. Ey, das war doch Kopf. Ich muss so ein rotes Ding treffen. Quasi das Auge. Ja, okay. Hier wurde halt einfach der Headshot nochmal erklärt. Und das war es leider auch schon. Ja, relativ langweilig. Ist jetzt halt total kacke, weil das den ganzen Rhythmus und alles einfach zerfetzt hat von mir. Es kommt echt zu einer nicht ganz guten Zeit einfach gerade. Weil halt einfach so schon einiges abgeht in meinem Leben, beziehungsweise mit... Es ist einfach momentan super stressig alles, wirklich. Es ist Wahnsinn. Ich werde mal hier so ein Ding nehmen. Mal wieder zum Kombinieren. 23 wieder, haben wir zwei schon. Ich bleib dann, ich bleib, keine Ahnung, Hinox-Axt. Bögen weiß ich gar nicht. Ja, passt schon. Ja, genau, ich bin ein bisschen, das hat mich sehr überrumpelt alles einfach, ja, wie man merkt. Oh ja, neuer starker Konstruktbogen. Was aber sehr gut ist, also was quasi... Das Glück im Unglück, das gibt's, denn ich habe zum einen natürlich die YouTube-Partnerschaft, die mir schon mal Dinge erleichtert, beziehungsweise Dinge erst möglich macht. Mit dem Partnerprogramm habe ich eine bestimmte Sachbearbeiterin, die mir da hilft eben. An der Stelle, ich weiß nicht, ob das jetzt gelöst wurde, wenn dieses Video erscheint, vermutlich ja. Ich hoffe einfach, dass dieses Video hier auf meinem Kanal erscheint, ganz normal. Irgendwann wieder. Dann danke auf jeden Fall an die gute Dame, die mir da hilft und auch recht schnell antwortet am Wochenende. Es war eben halt jetzt genau Wochenende, wo das passiert ist, das ist halt blöd. Da war natürlich dann niemand erreichbar, aber hat mir dann sofort am Montag geschrieben und also da fühlt man sich schon nicht allein gelassen. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich vertraue da eigentlich auch auf YouTube. Aber die Sachen, die mir bisher halt gesagt wurden, die ich machen soll, haben halt alle nicht wirklich geklappt. So, deswegen. Aber trotzdem, ich vertraue darauf, dass das funktioniert. Aber zum Zeitpunkt, jetzt gerade aktuell, weiß ich es halt nicht, ob es wirklich klappt. Ja. Aber, zu meinem Punkt. Glück im Unglück. Stall der Tamanterbrücke, genau. Der ist hier. Warte mal, ist das dieser Stall? Nee, bei irgendeinem Stall sollte irgendwas Spezielles sein, weiß ich noch.
Weiß doch nicht mehr was, aber... Was, was ist das denn? Ein Vogelnest? Nee. Da. Wo ist der Krog jetzt? Hä? Bro? Krog, bist du tot? Ich habe leider nicht gesehen, wo das hin ist. Naja, auf jeden Fall, das Glück im Unglück ist halt, dass ich, Gott sei Dank, und das ist nur eine Empfehlung für jeden, dass ich meine Videos, meine gerenderten, fertigen Videos auf einer externen Festplatte speichere, beziehungsweise gespeichert habe. Das mache ich seit ein paar Monaten, wahrscheinlich sogar eher einem Jahr, eineinhalb Jahren. Das heißt, die meisten der aktuelleren Videos, die habe ich auf zwei Festplatten insgesamt jeweils gespeichert. Das dürften so schätzungsweise, wenn es hochkommt, 500 Videos sein. Das heißt, vielleicht die Hälfte von allen meinen Videos habe ich extern als Datei. Das heißt, die könnte ich jederzeit neu hochladen auf dem anderen Kanal. Das ist schon mal super. Das heißt, ich habe auch dieses Let's Play, Gott sei Dank, von Anfang an noch auf der Festplatte. Das ist mir sehr wichtig. Ich habe schon überlegt, so soll ich das weitermachen? Und ja, ich werde das weitermachen. Diese Videos muss man extern irgendwie speichern. Und das ist was Neues. Ah, die Hyrule-Tomate. Die haben wir schon mal irgendwo gesehen zum Verkaufen. Also da hat die jemand verkauft. Da hinten ist noch ein Schrein. Das ist anscheinend schon wieder das ein anderes Gebiet. Ich weiß gar nicht mehr, was hier war. Ich weiß nicht mehr, was ich da markiert. Ah, ich glaube, ich habe da so ein Malerei. Ja, genau, auf diesem Berg hier. Das habe ich markiert. Da könnten wir auch mal hin. Ist da wieder so ein Krog, ja. Und da sind... Kennen wir diese Art von Libellen? Kommen mir nicht bekannt vor. Ich habe keine Ahnung. Oder sind das überhaupt Libellen, die man einsammeln kann? Schon, ne? Die fliegen hier... Hä? Die spawnen irgendwie. Was soll das denn? Vielleicht sind es gar keine richtigen. Nur so Deko. So, wo willst du hin? Ja, okay. Da kann man auch einfach hinlaufen, theoretisch. Ich markiere mir mal hier die Position. Das mache ich jetzt nicht, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. War ich da oben? Nee, ne? Ich weiß nicht. Naja, wir gucken uns mal diesen Stall hier an. Sicher ganz interessant. Eigentlich ist diese Folge, wo ich noch ein bisschen so einfach laber, ganz gut für Erkundung. Das Ding ist der Stall, da wird es viel Dialoge geben. Von daher, weiß nicht, ob es hier gut ist, weil eigentlich will ich weiter labern. Naja, aber es ist ja immer noch ein Let's Play und ich versuche jetzt ein bisschen näher aufs Gameplay eben einzugehen. Aber ich werde auf jeden Fall, wenn wir hier wechseln, weiter über das Thema reden. So, hier, das sieht ganz nach einer Sidequest aus. Irgendwie die Ziegen einsammeln oder so. Hier siehst du meinen ganzen Stolz. Die weißen Ziegen vom Stall der Tabanterbrücke. Süß, oder? Mit ihrem Futter geben... Ah, das hab ich geskippt, ich Idiot. Vor kurzem ist mir sogar ein ganz besonderes Futterrezept in die Hände gefallen. Damit kann ich meinen Ziegen zeigen, wie viel mir an ihnen liegt. Okay. Ich schlag die mal nicht. Ich will nicht wissen, was passiert. Wahrscheinlich greifen die mich an. Was ist das hier? Ein Orni. Vielen, vielen Dank für die Sachen. Oh, wolltest du mit jemandem vom Stall sprechen? Tut mir leid, dass ich die Gute hier so für mich beansprucht habe. Ich komme aus dem Dorf der Orni. Man gelangt dorthin, wenn man der Straße von hier nach Westen folgt. Doch fahrende Händler können das Dorf wegen des heftigen Schneesturms nicht mehr erreichen. Daher teilt dieser Stall seine Vorräte mit uns. Nur den Leuten hier ist es zu verdanken, dass unsere Kinder vorerst keinen Hunger leiden müssen. Es ist wirklich gar kein Problem. Ist ein Nachbar in Schwierigkeiten, muss man ihm helfen, nicht wahr? Wenn ihr noch irgendetwas braucht, lasst es mich bitte wissen. Dann lasse ich es hier zum Stall bringen und verpacke es so, dass du es gut tragen kannst. Ich bin dir sehr dankbar für alles, was du für uns Orni tust. Okay. Topfdeckel. Viele neue Sachen hier, ne? Holzbündel. Hier könnten wir theoretisch uns dann auch einfach unser Pferd wiederholen. Alles in bester Ordnung. Hey, warte mal. Ich meinte guten Abend. Jupp. Willkommen im Stall der Tabanterbrücke. Sag mal, du siehst total wie ein Ritter oder so, aus oder so. Bist du etwa tatsächlich einer? Boah, ein echter Ritter. Tut mir leid, dass ich so schrei. Ich meine, Entschuldigung, ich versuche leise zu sprechen. Also, ich heiße Kenyo.
Eines Tages will ich auch mal Ritter werden, also arbeite ich jeden Tag richtig hart. Toll, dich zu treffen. Irgendwann will ich mal so groß und stark werden, dass ich Baumaterialien auch ohne Geschirr transportieren kann. Ja, Geschirr kennen wir ja schon. Ich frage trotzdem mal, vielleicht kommt noch eine andere Info. Doch, ich weiß, was Geschirr ist. Wir haben es zwar noch nicht benutzt und ich weiß auch nicht, inwiefern das ich das benutzen will, weil das irgendwie so kompliziert mir erscheint. Das sind jetzt zwei Hunde. Frage ist, führen die einen zu jeweils, also zu zwei verschiedenen Schätzen oder beide zum gleichen? Aber das, auch das machen wir wann anders. Auf jeden Fall ist ja auch ein Brunnen, habe ich schon gesehen. Da gehen wir noch rein. Ich hatte gerade irgendwie einen komischen Voice-Crack, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Chilis? Oh ja. Brunnen am Stall der Tabanterbrücke. So, hier können wir nochmal richtig runterschauen in die sehr tiefe Schlucht. Da unten brennt ein Feuer. Hier kommt eine düstere Mucke. Ah, nee, es ist wie ein Blutmond. Okay, es ist wieder Blutmondheim. Naja, uns kümmert es nicht. Wir sind erstmal unter Tage, wobei wahrscheinlich auch da die Sequenz kommt. Leuchtsamen. Die Sequenz schneide ich euch natürlich raus, falls die kommt. Naja, die kommt safe gleich. Okay. Ja. Okay, bis gleich. So, ja. Gut, Blutmond. Jetzt nicht so wichtig. Ich mag die Fische, ich will die haben. Nicht die spawnen. Ja, nice. Ich glaube, die bringen auch aber nur Leuchtkraft. Ist gar nicht so krass eigentlich. Trotzdem. Ich wundere mich immer noch. Diesen einen Abgrund da. Das müsste hier gewesen sein. Ich markiere mir das mal hier, weil ich will mir das nochmal angucken. Ich will diesmal probieren, runterzugehen. Mit einer besseren Leuchtkraft. Da war ja irgendein komisches Monster unten. So, was ist das hier? Okay. Das ist aber sehr groß hier. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet bei einem Brunnen. Ah, gleich beide. Nice. Ganz schön viele Kletterechsen. Ist hier irgendwas im Wasser? Kann man hier überhaupt schwimmen? Weil das Wasser sieht irgendwie... Ja, doch. Oh, nein! Da treibt man runter. Okay. Das ist so Schlamm wahrscheinlich, ne? Das hatten wir bisher auch noch nicht. Oh, und das auch. Das taucht auch runter. Oh, Mist. Ah, shit. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, was die jetzt von mir wollen hier. Wie komme ich da rüber? Vielleicht reicht es ja, wenn ich das einfach nur... Weil es ist ja trotzdem da. Wenn ich es einfach nur hier so mache, kann ich dann laufen? Ja! Es reicht. Oh, schnell, schnell! Okay. Das nimmt man so als Brücke. So moormäßig ist das irgendwie. Donnerblume. Jawohl. Junge, was geht denn hier ab? Was ist das für ein riesen Höhlensystem unter dem Brunnen? Das ist auf jeden Fall der spannendste Brunnen, sag ich mal. Oh, und hier ist ein Schatz. Na dann. Was ist hier? 50 Rubine. Jo, nice. Ich pushe mich mal mit Deckenkraft hoch. Ich weiß nicht, wo genau ich jetzt lande. Vermutlich nicht genau im Stall. Mal gucken. Aber da zurückzulaufen, kein Bock. Ja, es geht. Ja. Dann hole ich mir auf jeden Fall noch einen Kanal. Kanalpunkt? Warum wollte ich Kanalpunkt sein? Dann hole ich mir noch den Stallpunkt hier. Da innen ist auch wieder Terry. Terry. Oh. So langsam solltest du auch zu Bett gehen. Willkommen. Das ist der Stall der Tabanterbrücke. Dein erster Besuch, ja. Ich werde auch gleich übernachten. Wir können dieses Marlon-Bett theoretisch ganz gut benutzen. Gut, dann noch einmal von vorn. Willkommen, Link. Möchtest du ein Pferd registrieren und mitnehmen? Nö. Hast du vor, nach Norden Richtung Hebra weiterzureisen? Dann solltest du Vorbereitungen treffen, um dich gegen die Kälte zu schützen. In Hebra war es immer kalt, aber jetzt soll es einen richtigen Kälteeinbruch geben und die Nahrungsmittel werden knapp. Haben wir schon mitbekommen? Siehst du die Orni da drüben? Das ist Bella. Sie kam aus dem Dorf der Orni, um hier Vorräte zu kaufen. Ja.
habe ich schon gesehen. Da schläft ein kleiner Bub. Ist das der Satori-Berg? Hier ist einer. Und da auch. Überall seltene Krabbler. Satori-Berg? Ich weiß es nicht. Wo ist der? Der Satori-Berg. Naja, interessant. Aber auf jeden Fall geht es hier in Richtung Hebra. Das müsste hier dann schon sein. Ich glaube... Ja, genau. Hier ist ja das Dorf der Orni. Und da wird es anscheinend sehr kalt. Ja, sieht man auch. Viele Berge. Hier ist noch ein Kind. Willkommen im Stall der Tabanterbrücke. Ich habe es geschafft. Alles richtig gesagt. Sie träumt anscheinend luzide. Marlon, was sagst du? Echt? Stimmt das? Gut zu wissen. Was gibt es denn, junger Mann? Interessierst du dich ebenfalls für diese Zeichnung? Angeblich sieht man hier eine bisher gänzlich unbekannte Tierart. Das sieht wirklich interessant aus. Entsprechende Gerüchte hört man in letzter Zeit immer öfter aus Stellen im ganzen Land. Die Kreatur soll einen riesigen Körper und gewaltige Hauer haben. Außerdem wurde sie an Prinzessin Zeldas Seite gesehen. Aber nur wo in Hyrule könnte das sein? Findest du nicht auch, dass man diesem Geheimnis auf den Grund gehen sollte? Wenn ich jünger wäre, hätte ich mich wohl längst in den Stellen aller Regionen umgehört, um mehr herauszufinden. Ja, ist interessant. Und was steht heute im Clayblood Kurier? Mal sehen. Ja, nee, eigentlich hätte ich fragen sollen. Ich frage nochmal. Schlagzeilen. Große Fee sucht Zuflucht in Knospe. Oh je, das klingt nach einer üblen Sache. Die der Musik äußerst zugetane große Fee am Stall des Waldes versteckt sich in ihrer Knospe. Stallarbeiter besorgt. Ich habe schon einmal gehört, dass große Feen ihren Segen Reisenden verleihen. Ich wollte diese Fee selbst aufsuchen, wenn ich das nächste Mal nach Eldin im Nordosten reise. Aber jetzt? Warte mal. Stall am Wald. Stall von Marita. Ist das das? Nee, oder? Nee. Im Nordosten, also vermutlich eher hier so. Na gut, das ist jetzt natürlich... Ja. Können wir nicht viel mit anfangen. Hat er irgendwas Neues hier? Das ist definitiv das Schicksal am Werk, wenn sie und ich uns wieder treffen. Nun gibt es etwa... Ja, ich guck mal. Glutflügler. Feuerfrüchte kann man theoretisch bei ihm kaufen. Aber eine Feuerfrucht für 12 Rubine ist auch schon wieder absurd, oder? Ich weiß nicht, was mit dem ist, als ob das irgendwer kauft. Das ist so eine Abzocke. Naja, ich werde mal übernachten, würde ich sagen. Ja, ich nehme jetzt mal ein Marlon-Bett. Ich sehe zwar gerade nicht, wie viele Rubine ich habe, aber ich habe genug. Nicht nur stellt ein Marlon-Bett mehr von deiner Gesundheit wieder her als ein normales Bett. Ein weiterer Grund für seine Beliebtheit ist, dass man dort im Schlaf eine Weissagung des Pferdegottes Marlon erhält. Ah, da bekommt man wahrscheinlich irgendeine Position gezeigt, wo es die nächste Erinnerung gibt oder irgendwie sowas. Was meinst du? Möchtest du es ausprobieren? Ja, mach mal. Ich wünsche einen geruhsamen Schlaf. Bin immer gespannt, was jetzt kommt. Ich bin Marlon, Gott der Pferde. Ich gewähre schnellere Hufe und dickeres Fell. Ja, im Nordosten von Hyrule, Akala, Stall. Da warte ich. Okay. Im Nordosten von Hyrule, in Akala. Mal gucken, ob das irgendwo kennzeichnet ist auf der Map. Oh, nice. Einen schönen guten Morgen. Und hast du eine Weissagung erhalten? Zum Dank für deine Übernachtung hältst du einen Stallpunkt. Wir freuen uns schon auf deinen nächsten Besuch. Das ist sehr cool. Wir haben jetzt, ja, das ist mega. Wir haben einmal 3 Herzen mehr, die natürlich nach einmaligem Verschwinden, also einmalig quasi, wenn die weg sind, sind sie weg. Aber auf jeden Fall haben wir 3 Zusatzherzen temporär und eine Zusatzausdauerleiste, die sich natürlich auch wieder nicht auffüllen kann. Das heißt, ist aber trotzdem gut, ne? Also, ja, nice. So, ich weiß nicht, ob wir schon eine Prämie erhalten können. Ich glaube, einer fehlt noch, oder? Ein Stallpunkt. Kann das sein? Ja, okay, einen noch. So, ja, gut, dann haben wir hier uns auch umgeguckt. Ich wollte ja nochmal in den Abgrund. Untergrund, meine ich. Bist du wieder dieser Kenyo? Ich lasse mich durch den Regen nicht vom Training abhalten, genau wie du. Irgendwann will ich mal so groß... Ja, ja.
So, ich porte mich jetzt wieder ganz woanders hin. Und zwar, ja, hierhin ist am nächsten. Und ich will da nochmal hier diesen Untergrund, wo wir damals gestorben sind, möchte ich mir nochmal angucken. Deswegen porte ich mich hier hin und dann sehen wir uns quasi hier. Bis gleich. Oh, hier ist noch eine Truhe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wirklich, bin mir gar nicht mehr sicher, ob diese Stelle, die ich markiert habe, wirklich das war. Weil, wie ihr hier anhand der Truhe seht, war ich hier noch nicht. In diesem Gebiet. Ein grüner Rubin. Ja, super. Hyrule-Stadt, bekannt für sehr viele begrabene Truhen. Ja. Diesen Teil der Stadt müssen wir uns auf jeden Fall auch noch ein andermal genauer angucken. Nee, ich glaube sogar, das ist falsch, was ich markiert habe. Es war auf jeden Fall bei Hyrule-Stadt, das weiß ich. Und da ist eine Truhe. Ja, aber da waren wir... Nee. Ah, das war da, wo wir den ersten Biwarock gesehen haben, glaube ich. Wo wir dann gestorben sind, weil ich überfordert war. Den könnten wir natürlich noch besiegen. Das wäre natürlich super. Auch wenn es gerade regnet, aber das hört ja bald auf. Jetzt gucke ich doch nochmal, wo das war. Also hier war es dann anscheinend doch nicht. Oder? Ist da was? Nee, das kommt mir nicht bekannt vor. Wo war es denn dann? Hier? Oder war es doch auf der Seite? Nee, es war schon hier. Ah, ich glaube, hier war es. Kann das sein? Ich glaube, da. Okay, ich erkunde, beziehungsweise ich schneide euch den Weg jetzt mal nicht raus, weil hier war ich ja noch nicht wirklich. Ich guck nochmal. Okay, da fährt irgendeine Art Mine, eine Lore. Das sind Schienen. Das sieht mir sehr nach einem Krog aus hier. Jawohl. Dann würde ich gerne noch diesen Biwarock besiegen oben. Für die Folge dann. Und dann war's das. Beziehungsweise, ich will erstmal diesen Untergrundmenor, also nur markieren, dass ich wieder genau weiß, wo der ist. Ich will da noch nicht runter, das machen wir in der nächsten Folge dann. Eigentlich wollte ich jetzt zwei Folgen aufnehmen, aber bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich das schaffe, weil es auch schon wieder sehr spät ist. Und die Brücke haben wir anscheinend auch noch nicht wirklich betreten. Junge. Diese Octoroks haben ein Aimbot, Alter. Wahnsinn. Aber hier waren wir schon, das weiß ich. Da ist noch ein Schwert. Oder war es gar nicht hier auf der... ist so komisch. Ah, doch, da geht's... Oder geht's da rein? Ich weiß nicht. Digga, ich will das noch finden, Alter. Das gibt's doch nicht. Gefängnisruinen. Ah, nee, das haben wir schon. Ah, vielleicht haben wir dann diese Brücke doch schon gesehen. Ich dachte nur, das wäre das Zeichen für neues Gebiet. Wenn das eingeblendet wird. Nee, hier war es auch nicht. Das sehe ich. Ja. Seltsam. Das ist echt komisch gerade. War es hier? Das könnte noch sein. Oder da irgendwo. Ah, nee, da war es nicht. Ja, aber da hinten, da komme ich ja nicht hin sonst. Also das kann nicht da gewesen sein. Oder vielleicht war es halt irgendwo hier. Hier im Unterding. Oder hier hinten. Nein, warte mal. Ja, aber da haben wir ja geguckt, da ist es ja nicht. Das ist, verwirrend. Naja, ich werde jetzt mal den Biwarock besiegen. Ja, wenn man nicht weiter weiß, einfach kämpfen, ne? Einfach ein bisschen die Aggression rulen lassen. Okay, dann sehen wir uns gleich oben. Und hier ist ein Vogel. Wir sehen uns gleich oben beim Biwarock. Den werden wir klatschen. So, hallo, da bin ich wieder. Diesmal bereit. Ja?
Damals war ich wirklich sehr überfordert. Ist auch ein schwereres Stage, weil man einfach nicht so viele Ausweichmöglichkeiten hat. Das Plateau hier ist natürlich nicht ganz so groß. Schon mal die Deckenkraft auswählen. Ansonsten an diese Kampftechnik, an diese Besiegart habe ich mich ja mittlerweile gewöhnt. Das geht ja eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich eine relativ schwache Waffe. Dafür geht es aber sehr gut. Der hat nicht viel Leben. Boah, wie scheiße ist der denn? Wir haben den jetzt mit einer 13er Waffe gleich schon down gekriegt. Das Ding ist, ich sollte nichts sagen, denn wenn er mich einmal mit seiner Faust trifft, dann sieht es für mich schlecht aus. Ich glaube, One-Hit sind wir nicht mehr. Gerade jetzt mit den drei Extra-Herzen, aber... Ich treffe nicht. Aber der dreht sich so blöd. Bastard. Ist aber auch interessant, weil dieser Stein... Oh, ich wurde blöd getroffen. Dieser Stein ist ja geschützt oben. Der war geschützt von so zwei Holzdingern. Das haben wir auch das erste Mal jetzt gesehen, glaube ich. Eigentlich sollte man erst die Goblins besiegen, finde ich, aber... Boah, der hat mich weggepusht, Alter. Okay, Biwarok besiegt. Jetzt noch ihr. Ihr Kleinen da. Die können uns natürlich nichts mehr. Was macht der? Er jumpt auf meinem Gegenstand. Jetzt haben wir wieder so ein cooles Biwarok-Herz. Ja, das werden wir gleich kombinieren. Boah, sehr schön. Sehr viel Bernstein. Rhodonit. Pfeile. Und ein Opal sogar noch. Okay, was haben wir? Was können wir kombinieren? Theoretisch könnte ich das hier einfach entfernen. Ich glaube, das mache ich auch. Dieser Fußnagel bringt gar nicht so viel. Ja, wobei, 7 ist schon stark, ne? Aber ich glaube, das hier... Ja, das bringt 13. Oh, ein Wecker ist schon da. Ja, nachdem er jetzt eh schon ein bisschen Schaden gefressen hat, entferne ich den. Das Herz ist auf jeden Fall besser. Beziehungsweise Ivarok, nicht Biwarok-Herz. Da wird nochmal unterschieden. Krass, wie weit die Materialien wegfliegen. So, ich werde jetzt trotzdem... Ich will trotzdem jetzt nochmal wissen, wo dieser Untergrund ist. Ich gehe jetzt hier nochmal hin und guck mich um. Ich porte mich dahin. Und dann werde ich diese Seite, diesen Fluss entlang nochmal absuchen. Wenn ich es da nicht finde, dann werde ich halt einfach kurz googeln oder so. Dann für die nächste Folge. Okay, wir sehen uns gleich, wenn ich das Ding hoffentlich gefunden habe. So, von hier hat man ja eine sehr, sehr gute Aussicht, Übersicht. Nee, da ist es auf jeden Fall nichts. Ich denke, von hier sollte ich es eigentlich sehen. Ich glaube, da bei dem Fluss ist es tatsächlich nicht. Das kommt mir hier doch schon verdächtig vor. Das kann nicht so weit weg gewesen sein. Was ist nicht das da? Und hier muss man es doch sehen. Oder war es wirklich auf der letzten Insel da hinten? Das ist so strange. So, dieser Stein sieht noch ein bisschen verdächtig aus in Sachen Krog. Nein. Wenigstens ist jetzt Sonic. Da kann ich ein bisschen besser... Kann ich ein bisschen mehr erkennen. Okay, ich guck nochmal kurz. Ob es vielleicht doch hier noch irgendwo kommt. Okay, also ich finde es nicht. Ich werde da einfach dann googeln. So, ich meine, wir haben es ja schon mal gefunden. Oder ich werde in der Folge nachgucken. Aber auf jeden Fall nichts gefunden. Das hier sieht aber tatsächlich sehr interessant aus hier. Bei Schloss Hyrule. Jetzt wurden ja diese Tore hier aufgemacht. Das heißt, wir können quasi schon Schloss Hyrule den... Ja, das Gebiet um Schloss Hyrule quasi, was noch am Boden ist, von innen ein bisschen, erforschen. Ah, jetzt zerbricht das... Ah, ich Idiot! Ich hätte was nehmen müssen, was noch nicht Schaden bekommen hat. Klar, jetzt zerbricht das gleich schon wieder. So, weil hier kann ich auch Stein nehmen einfach. Das sieht interessant aus. Eigentlich ist keine Zeit mehr, aber ich will noch ganz kurz gucken.
So kurz reinlooten, was da ist. What the? Okay, das ist irgendein Weststollen. Ah, süß. Ein kleiner Ivarok. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man die besiegt. Lol. Muss man da irgendwelche Bomben nehmen? Ich glaube schon. Die muss man ja, glaube ich, irgendwie hochheben und dann wegwerfen. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie das geht, aber... Kann ich die einfach nehmen? Ja. Ach so. Na dann. Uah. Mann. Genau, und die explodieren auch. Weil die eben quasi aus Opalen bestehen. Ich verstehe immer noch, zwar immer noch nicht ganz, warum die Opale explodieren, aber... Ah, ich dachte, ich kann den anderen gleich killen mit dem Wurf. Ist schon lustig. Komisch, dass jetzt durch die Explosion hier nicht das Zeug zerbrochen ist. Ja, ich gehe hier gleich wieder raus. Das ist noch nichts für uns, aber... Trotzdem interessant. Und einen besseren Bogen, das nehme ich doch gerne mit. Ja, hier kann man dann quasi da hochfahren. Mitsamt der Lore. Das ist auf jeden Fall spannend. Hier gibt es theoretisch auch eine Kochstelle. Auch gut. Gut zu wissen. Ja, wie auch immer. Dann war es das hier erstmal. Für die Folge. Ich werde jetzt auch keine weitere aufnehmen. Ich habe jetzt am Ende doch nicht mehr groß geredet über die Sache mit dem YouTube-Account. Ich kann euch auf jeden Fall nur sagen, wenn dieses Video rauskommt und ich das geschafft habe, irgendwie eine Lösung gefunden habe, bin ich sehr, sehr, sehr froh. Und an Zukunfts-Nico, falls wieder alles gut ist, enjoy it und vor allem sicher deinen Account besser. Ich habe zugegebenermaßen echt nicht so die besten Passwörter gehabt und auch bei vielen Seiten die gleichen und nicht gut. Und deswegen habe ich auch dann mich informiert und habe einen, das ist keine Werbung jetzt, mich informiert, dass es eine Möglichkeit gibt, mit so einem Sicherheitsschlüssel, jetzt völlig egal welche Marke, irgendwie kann man damit sich anscheinend identifizieren und dann muss man das nur noch ranhalten ans Handy mit NFC oder irgendwie als USB-Port, auch wenn das jetzt nicht in USB ist, aber auf jeden Fall kann man damit quasi sich verifizieren, um mein Konto wiederherzustellen oder sowas. Aber ich muss auf jeden Fall da an meiner Kontosicherheit auf jeden Fall arbeiten, falls ich das dann wieder bekomme. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe es wirklich, dass dieses Video jetzt nicht auf den zweiten Kanal kommt. Wie auch immer. Das war es trotzdem erstmal von der Folge. Ich werde weiter aufnehmen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.